Hallo ihr Lieben, heute haben wir den 22. und Junge, 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 der 22. hat es wieder in sich. Es sind wieder echt große Geschenkchen und da fangen wir auch sofort mal an mit der Vera vom Kreativbund. Und diesmal fühlt sich's auch wieder an wie ein Stempel und wir schauen mal rein. Wir haben wieder einen Stempel, wieder von der Marke wie vorgestern und gestern. Und wir haben wieder Mäuse. Ach, wie süß. Die sind toll. Die sind toll. Die sind toll. Ah, süß. Oh, wie dick die sind. Das könnte mein Harald sein. Ach, wie süß. Ah, putzig. Goldig. Die wären noch schöner, wenn sie keine Handschuhe und Socken an hätten, aber. Das muss so sein, das ist ja die Marke. Goldig. Ach, wie süß. Sind aber schwer labberig. Bin mal gespannt, wie die sich stempeln lassen. Also, was ist labberig? Ist ein Silikonstempel. Natürlich sind die labberig, aber es gibt ja labbrigere und festere. Festere. Röhre. So, egal. So, wir haben auch zusätzlich noch, also außerdem noch, außerdem haben wir noch hier die 22 von Silke. Da ist mein Taschenwärmer von gestern runtergeflupscht. Und ja, hier denke ich mal, ist wieder Papier drin. 6x6, typische Größe. Zum Anpacken auch typisch Papier. Und mal gespannt, was wieder für ein tolles Design auf mich wartet. Herzlos aufgerissen. Oh, wir haben von Yvonne Creations Christmas Time. Sieht man jetzt schlecht, aber ich packe es jetzt leider nicht auf, weil das ist so ein, ja, das ist so ein Paket, wo die Papiere einzeln drin sind. Das ist halt so kein Block. Und dann haben wir hier, das kenne ich auch ohne Kamera recht schlecht. Also dafür müsste man es wirklich aufpacken. Da haben wir hier einmal so, ich schau mal gerade. Ja, hauptsächlich so mit Ilixe gehalten, also mit diesem Weihnachtsgestrüpp, mit diesem, ja. Ja, kenne ich jetzt wie gesagt auch nicht richtig. Es ist auf jeden Fall 24 Stück und doppelseitig auf jeden Fall auch. Doppelseitig sieht man aber, das ist dann so einfarbig gehalten, doppelseitig, so dass man auch ja, schlichte Sachen hat. Ja, müsste ich mir mal in Ruhe angucken. Wie gesagt, ich erkenne da jetzt auch nicht so allzu viel durch. Aber ist schön, ist schön. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Das vergesse ich immer zu sagen. So, ach, schon wieder Qual der Wahl. Was mache ich? Ich mache die 22 von Very Important. Hier fühlt sich's aber heute auch an wie Stempel. Oder wie irgendwas. Ich weiß nicht. Irgendwie, man weiß es nicht. Ah, ich wollte schon sagen, irgendwer wie Stempel oder so ein bisschen labbrig. Und hier haben wir. Einmal 10 Stück Briefumschläge. Die sind auch vom Action und die lassen sich hier oben öffnen. Also das sind jetzt nicht solche, sondern die lassen sich hier oben öffnen, quasi wie ein Täschchen und auch als dessen, also auch so, also auch als Täschchen benutze ich es auch. Ich habe die noch nie als Briefumschlag verwendet. Und ja, die sind schön, gefällt mir auch. Das Muster, die Farbe gefällt mir auch echt gut. Ich mag dieses Hexagon-Zeug. Penta sind 5, Hexa müsste 6 sein. Ja, müsste Hexa sein. Ja, und dann öffne ich die 22 von meiner Nicoles bunte Welt. Wenn ihr Bock auf eine Verlosung habt, dann schaut mal bei ihr auf dem Kanal. Die verlost jeden Tag selbstgemachte Sachen und sind echt niedliche Sachen, richtig niedliche Sachen. Und hier in dem heutigen Paketchen würde ich sagen, habe ich noch so einen Blumen- oder Kerzenunterteller,
die ich auch schon einmal hatte. Und ich mache es einfach mal auf. Und jawohl, es ist tatsächlich so wieder so ein Kerzen, also Blumen, wie auch immer, Untertellerchen halt. Und auch wieder von Ikea und richtig schön. Kann man ja auch immer mal gebrauchen. Finde ich sehr praktisch. Vielen Dank, ist echt praktisch, freut mich. In dem ersten steht momentan eine Blume, also ein kleiner Topf mit einer Blume. So, dann haben wir hier noch die 22 von Schnäppchenjägerin, auch von Nicole. Und das mache ich mir natürlich wieder ab. Und hier mit Dekoband, sogar mit richtig Gewebsband verziert. Verrückt, ne? Verrückt. Wäre das jetzt geizig, wenn ich mir das aufbewahre? Ich verwahre es mir. So, hier fühlt es sich an wie Stifte. Es hört sich auch wie Stifte an. Es könnten aber auch Pinsel sein. Irgendwas Holzmäßiges auf jeden Fall. Und ja, also wir haben hier einmal Pinsel. Da lag ich gar nicht falsch. Und das ist auch cool. Das sind nämlich, ich weiß jetzt nicht, wie hochwertig die sind. Für einen Euro, denke ich mal, sind sie jetzt nicht sehr hochwertig. Muss man einfach so sagen. Aber malen tun sie ja trotzdem. Auf jeden Fall sind die aber cool, weil das sind diese, ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Art von Pinseln heißt. Ich sage immer Katzenzunge. Ja, auf jeden Fall diese spitz zulaufenden Pinsel. Und die sind echt praktisch. Und hier ist auch ein ganz feiner bei. Also damit kann ich auf jeden Fall ordentlich was anfangen. Und hier haben wir Twin Marker und zwar in braun, da ist ein beige, ein braun und ein schwarz, ja ein dunkelgrau und nicht grau, dunkelbraun und ja, supi, die werde ich allerdings aber auch weitergeben, weil ich mit Alkoholmarkern gar nichts anfangen kann, aber macht ja nichts, macht doch überhaupt nichts, um Gottes Willen, oder ich verwahre die für Tiere, weil gerade so Brauntöne, so Tier, Wald, Baum und so, kann man damit ja perfekt kombinieren. Ich schau mal. Ja, meine Lieben, ich danke euch natürlich wieder sehr fürs Zusehen. Ich danke euch sehr, dass ihr mir so treu seid und ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ich sehe gerade, dass schon wieder der gleiche Fehler passiert ist wie vor ein paar Tagen. Die Kamera hat sich nicht gedreht. Ätzend. Also somit habt ihr dieses Video wieder auf dem Kopf betrachten müssen. Es tut mir furchtbar leid und morgen wird es wieder ordentlich. Ich wünsche euch was. Tschüss.